Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Sally-Willisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und heute mit dem RC Bandito Modden Glitch. Der funktioniert wie der alte, also ist komplett dasselbe. Nur zeige ich euch nochmal, dass der funktioniert, da ich in den Kommentaren oft lese, der geht nicht, der ist gepatcht, bla bla bla. Also der funktioniert auf jeden Fall noch. Ihr fahrt einfach nur mit dem Fahrzeug in eure Arena-Werkstatt rein. Welche Mods ihr übertragen wollt, fahrt jetzt mit dem Formel-1-Fahrzeug rein und wollt die Mods übertragen. Dann müsst ihr die Reifen ändern, weil die serienmäßigen Reifen, die auf dem Fahrzeug sind, also so wie ihr die kauft, also gekauft habt vom Fahrzeug, werden nicht übertragen. Ihr müsst halt auf jeden Fall die Reifen an dem Formel-1-Fahrzeug ändern, wenn ihr die Standardreifen drauf habt. Habt ihr dann Bennys Reifen oder andere Formel 1 Reifen, ist es kein Problem. Ihr steigt dann einfach nur aus dem Fahrzeug aus. Wenn ihr dann ausgestiegen seid, fordert ihr euch einen Job an von Simeon, Ron oder Gerald, whatever. Habt ihr den Job dann, dann geht ihr an den RC Bandito. Ihr könnt es auch in der Ego-Perspektive machen, das ist vollkommen egal. Ihr holt jetzt einfach nur das Handy raus, öffnet den Job, drückt die Optionstaste, haltet diese gedrückt, lasst los X. Dann öffnet sich euer Pausemenü und ihr müsstet im Hintergrund ein Klicken gehört haben. Jetzt startet ihr einfach nur einen Job für einen Titan oder irgendeinen anderen Job. Und wenn ihr dann dort im Jobmenü seid, dann müsst ihr einfach nur den Job verlassen. Und jetzt, wenn ihr diese Meldung habt, fangt ihr an, Steuerkreuz nach rechts zu spammen. Und hört nicht auf zu spammen. Ihr spammt immer weiter, bestätigt die Meldung, spammt, 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 bis ihr dann euren RC Bandito wieder seht. Ihr werdet dann in den nächsten Job gezogen, diesen verlasst ihr dann und dann habt ihr auch schon euren RC Bandito gemerged. Sollte es nicht funktioniert haben, ihr könntet eventuell hier und da ein paar Versuche mehr brauchen. Hat es bei euch geklappt, ändert ihr an dem RC Bandito jetzt nur etwas und ihr seid dann fertig. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, natürlich auch mit einem Abo. Wenn ihr richtig krass drauf seid, zeigt es mir, indem ihr die Glocke aktiviert. Und wenn ihr Ehrenmänner oder Ehrenfrauen seid, dann werdet auch gerne Kanalmitglied. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.